In aller Früh hat der Bundeskanzler heute Corona-Verschärfungen von den Ländern gefordert. Womöglich hat er bei seiner Ouvertüre da schon mehr geahnt oder gewusst. Am Vormittag ist jedenfalls die Zahl der Neuinfektionen auf den Rekordwert von 1552 geklettert. Und wenig später haben dann tatsächlich Salzburg und Tirol deutlich strengere Regeln angekündigt. Und das ist jetzt auch auf der Corona-Ampel zu sehen. Die zeigt erstmals rot, Susanne. Ja, viel Gelb und Orange hat uns die Ampelkarte ja schon in den letzten Wochen gezeigt. Aber jetzt wird sie eben zum ersten Mal rot. In 4 Bezirken gilt ab morgen die höchste Risikostufe. Betroffen sind die Stadt Wels in Oberösterreich, der Bezirk Hallein in Salzburg und in Tirol Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land. Und auch sonst erhöht sich das Risiko in vielen Regionen. Sie werden also orange, weniger werden die grünen Flecken. Stattdessen also erstmals rot. Wie ernst die Lage ist, das ordnen wir gleich ein mit Günther Mayer. Die Tiroler Landesregierung, die kündigt auf jeden Fall schon mal strengere Regeln an. Und der Salzburger Ort Kuchl, der steht ab Samstag gleich ganz unter Quarantäne. Die Marktgemeinde Kuchl im Tennengau steht ab Samstag unter Quarantäne. Bis 1. November darf dann niemand ein- und ausreisen. Die Gastro ist gesperrt. Rausgehen darf man nur für Besorgungen und Spaziergänge. Landeshauptmann Wilfried Haslauer zieht damit die Notbremse. Wir müssen nämlich dann in einen Lockdown hineingehen, wenn das Gesundheitssystem überfordert ist. Und daher müssen wir jetzt Maßnahmen setzen, in der Hoffnung, dass diese jetzt greifen. Im gesamten Bundesland gilt ab Samstag 2 Wochen lang ein Verbot privater Feiern und eine Registrierungspflicht für die Gastronomie. Auch in Tirol wird ab Montag eine Gastro-Registrierungspflicht eingeführt und in allen orangen und roten Bezirken Distance Learning ab der 9. Schulstufe. Außerdem müsse die Ansteckung im privaten Bereich reduziert werden. Die nächsten 3 Wochen soll man es so gut es geht unterlassen, dass man sich gegenseitig besucht. Das ist ein Appell, den ich hier und heute richten möchte an die Bevölkerung. Der Bundeskanzler fordert auch andere Bundesländer dazu auf, die Maßnahmen zu verschärfen. Ab einem gewissen Punkt werden die Landesbehörden beim Contact Tracing, bei den Testungen überfordert sein. Und das wiederum führt dazu, dass die Zahlen dann noch schneller wachsen. In Kuchl ziehen sich die Infektionen derzeit quer durch die Bevölkerung. Die Quarantäne kommt überraschend, aber scheint die einzige Möglichkeit, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Kuchl gehört zum politischen Bezirk Hallein, auch Tennengau eben genannt. Und Andreas Heyer vom ORF Salzburg ist für uns dorthin nach Kuchl gefahren. Ab Samstag gilt also die Quarantäne bis Allerheiligen. Wie reagieren denn die Menschen heute darauf? Ja, das Ganze ist eben sehr überraschend gekommen. Also der Bürgermeister selbst hat beispielsweise von dieser Maßnahmenverschärfung, von diesem Mini-Lockdown aus dem Livestream der Pressekonferenz erfahren. Dementsprechend war man auch verstimmt und erwartet hat man das Ganze jetzt auch nicht. Denn erst vor 2 Tagen sind schon verschärfte Maßnahmen in Kraft getreten. Und dass so schnell jetzt nachgelegt wird, das war in dem Sinne nicht absehbar. Und es bleiben auch viele offene Fragen, denn die Verordnung ist ja noch nicht da. Beispielsweise, was ist mit den ganzen Einpendlern, die hier im Ort arbeiten, können die morgen ab 24 Uhr, wenn die Verordnung in Kraft tritt, tatsächlich noch an ihren Arbeitsplatz? Das ist völlig ungeklärt, nebst weiterer Fragen. Aber warum sind denn die Zahlen jetzt eigentlich so explodiert? Gibt es da einen konkreten Grund? Ja, das führen die Behörden vor allem auf private Feiern zurück. Also ein prominentes Beispiel ist da eine Hochzeitsfeier mit über 100 Leuten, die stattgefunden hat, nach der 30 Infizierte zu verzeichnen waren. Und in diesem konkreten Fall haben die Behörden über eine Woche gebraucht, um diesen Hochzeitscluster überhaupt ausfindig zu machen. Der Hintergrund ist, dass es viele unvollständige oder auch falsche Angaben gegenüber den Gesundheitsbehörden im Contact Tracing gegeben hat und man dementsprechend eben lange gebraucht hat, alle, die da dabei waren, ausfindig zu machen. Das Ganze bezahlt man jetzt natürlich in den entsprechend hohen Infektionszahlen in Salzburg und ganz speziell hier im Tennengau im Bezirk Hallein. Danke, Andreas Heyer, für diesen Live-Bericht aus Kuchl. Ja, da herrscht einiges an Klärungs- und Erklärungsbedarf an diesem Tag, wo Covid-mäßig so viel passiert ist schon. Gehen wir also gleich weiter zu unserem Wissenschaftschef Günther Mayer ins Analysestudio. Wir haben Kuchl als erste wieder Quarantänegemeinde. Wir haben 1550 Neuinfektionen. Die Ampel ist auf Rot. Ist es ernst?
Wir müssen in jedem Fall die Situation ernst nehmen. Es geht jetzt hier gar nicht so sehr um die Infektionszahlen. Das ist auch nicht sehr schön. Aber was wir sehen, ist ein kontinuierlicher Anstieg der belegten Betten in den Spitälern und auf den Intensivstationen. Und hier müssen wir auch mit Verzögerungseffekten rechnen, denn ein heute Infizierter landet unter Umständen erst in 4, 5 Wochen nach einem schweren Verlauf auf der Intensivstation. Und dann werden wir diese hohen Infektionszahlen in den Spitalsstatistiken sehen. Und hier liegt auch eine Problematik. Und in dieser Zwischenzeit muss man den Druck aus dieser Pandemie herausnehmen. Und das kann dann dazu führen, dass die Zahlen entweder stagnieren oder zurückgehen. Was wir sehen ist, dass die Zahlen in Österreich nicht so sprunghaft ansteigen wie in anderen Ländern. Also irgendwo ist die Bremse durch die Sicherheitsvorkehrungen doch schon ein bisschen angezogen. Aber wir haben jetzt auch gehört, dass einige in Kuchl eben das offenbar nicht so ganz ernst nehmen, Kontaktpersonen verschweigen. Auch vor diesem Hintergrund gefragt, was lässt sich, was muss man tun, um die Lage in den Griff zu bekommen? Wir haben es mit dieser Pandemie nicht mit einem Tsunami zu tun, der über uns hinwegfegt. Die Situation und die Infektionszahlen, die werden getrieben von verschiedenen Infektionsherden, kleinerer oder größeren Ausmaßes. Und hier sehen wir eklatante Unterschiede in den Bundesländern im Zurückverfolgen der Kontakte. In Niederösterreich zum Beispiel gelingt sehr gut, diese detektivische Arbeit zu machen und die Kontakte zurückzuverfolgen. In anderen Bundesländern passiert das viel zu langsam. Und wenn einmal ein Cluster außer Kontrolle geraten ist, dann kann man nur noch die Schotten dicht machen. Das andere liegt wohl in unserer aller Hand. Jeder, der jetzt etwas dazu beitragen kann, sollte das tun. Und wir alle können es tun, indem wir uns an die Sicherheitsregeln halten. Dankeschön, Günther Mayer, für diese Einschätzungen. Und in der ZIB 2 ist dann Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen zu Gast. Um 22 Uhr, wie immer, bei Lou Lorenz Tittelbacher heute.